Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind aufgestanden. Es ist 5 vor 10. Wir sind aber schon länger wach. Wir haben auch schon gefrühstückt und alles zusammengepackt. Und jetzt räumt gerade Philipp die Sachen ins Auto. Ja, der Kleine spielt hier wieder ganz entspannt. Ja, und auf jeden Fall werden wir jetzt, wenn wir alles ins Auto gepackt haben, nochmal hier um das Schloss rumgehen und euch natürlich mitnehmen. Wir haben ja gestern nichts mehr geschafft zu zeigen. Als wir dann draußen waren einkaufen, war es schon so dunkel. Und ja, wir haben heute früh schon die Pfauen, was auch immer gehört. Ich weiß nicht, ob ihr die auch gerade, während ich das gesagt habe, haben die auch gerade gerufen. Also, was auch immer der da gerade tut, ich will dem jetzt aber nicht näher gehen. Ich hoffe einfach. Ah, ich hoffe, der dreht sich einfach nochmal, solange er seine Feder noch so schön hat. Ja, wir schauen uns jetzt hier um. Jetzt kommt noch gerade extra nochmal die Sonne raus. Hier stellen. Klar, jetzt, jetzt. Genau, und das hier ist das Schloss. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Ja. Hast du gesehen? Nee, aber gestern Abend habe ich mich schon gefragt, was sie da wegpusten. Ja, hier war auf jeden Fall unsere Übernachtung. Hier oben haben wir geschlafen. Und ja, ich hoffe, die Kamera hat jetzt auch alle Teile des Schlosses drauf. Ich mache dann auf jeden Fall nochmal mit dem Handy ein Foto, weil ich habe jetzt, also hier in der Handtasche, die andere Kamera, aber ich habe den Kleinen hier im Tragetuch und so. Und ja, aber Philipp macht Fotos. Ach, und hier ist noch ein Pfau. Siehst du, hier hinterm Haus. Mal gucken, ob wir noch ein paar Weibchen dazu dann finden. So, wir haben nochmal hier so einen Pfau gefunden und hier ist auch das entsprechende Weibchen dazu, was, glaube ich, der Auslöser von dem hier Balztanz oder was das Vieh auch immer macht, ist. Und das kam uns natürlich sehr gelegen für Fotos. Ja, der ist die ganze Zeit dabei, hier sein Rad zu machen. Philipp war schon so nah dran, dass das Vieh mit seinen Federn ihn gestreichelt hat. Ja, ist auf jeden Fall echt cool. Und Wetter ist schlechter, als ich dachte. Es sieht irgendwie voll nach Regen aus, aber eigentlich auch in Ordnung, solange wir hier sind. Wir machen es ja dann nachher auf den Weg. Und im Auto ist es ja egal, welches Wetter ist. Ich versuche mal hier noch näher an das Weibchen ranzukommen. Das sieht schon süß aus irgendwie. Das hat ja auch ein bisschen so die Farbe von dem, oder die Farben, die beim Männchen sind, hat das am Hals. Und ich glaube, wir haben so eine Feder von dem Weibchen gefunden, was das so im Gefieder hat. Also die haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Aber so eine von dem Männchen haben wir leider noch keine bekommen. Ja, die sind dann auch immer so riesig. Wir können auch gerne mal Fotos einblenden oder haben vielleicht schon von dem Pfau so Nahaufnahmen, was Philipp da jetzt hier gemacht hat. Der dreht sich bloß irgendwie gerne auch mit dem Hintern immer zu uns. Weiß nicht, ob das auch dazu gehört, zu dem Balzritual, sein Popo zu zeigen oder so. Und ihr hört bestimmt den Kleinen schnarchen. Der schläft hier auf meinem Arm, voll süß. So, vielleicht erinnert ihr euch noch an das. Auf jeden Fall sind wir da auch hier über die Brücke gefahren. Da war aber, glaube ich, nicht so schönes Wetter. Und zwar befinden wir uns auf. Ich weiß leider nicht, wie die heißt. Es ist nicht die Öresundbrücke, sondern die kürzere, also die weiter. Weiter links, also was ist links? Westlich. Genau. Und ja, jetzt hier schönes Wetter. Wir fahren nachher noch über die Öresundbrücke. Vielleicht haben wir da ja auch schönes Wetter. So, ihr seht jetzt hier eigentlich ganz schön die Öresundbrücke, also die längere. Und
heute ist auch das Wetter eigentlich ganz gut. Es ist ganz gut. Man sieht den Wildpark ganz schön da drüben. Ich hoffe, ihr seht den auch. Das war letztes Jahr absolut nicht möglich. Da war ganz schlechtes Wetter. Und ja, wir sind jetzt sehr gut vorangekommen. Insgesamt. Wie so schief? Wie schief? Ja, auf der Seite. Ja, weil ich die verkehrt rum in den Frame reingemacht habe. Schlau. Ich habe einfach nicht geguckt, ich habe die einfach nur reingemacht. Ja, auf jeden Fall kommt ja am anderen Ufer von der Brücke, kommt Malmö und wir finden dann mal raus, ob der Kleine da wach ist und ob wir noch was in Malmö machen, weil es ist jetzt noch nicht so spät, es ist 2:30 und wir können zwischen 15 und 22 Uhr in unsere Unterkunft. Und ich glaube, wenn wir in Malmö sind, dann ist es bis zur Unterkunft auch maximal noch eine Stunde, glaube ich. Und ja, deswegen entscheiden wir dann spontan, wenn wir drüben sind, was wir dann machen. Und ja, genau. Oh. Was denn? Lange tote Möwe. Oh. Aber nicht überfahren, irgendwie die da so. Schweden. Ja, der Kleine ist zum ersten Mal in Schweden, war jetzt auch zum ersten Mal in Dänemark. Erstmal, wo er selber dabei ist. Ja. Herzlichen Glückwunsch zum Grenzübertritt. Einen wunderschönen guten Morgen von uns dreien, wobei Nummer 3 schläft. Nummer 1 schläft. Auf jeden Fall wundert ihr euch vielleicht, warum wir gestern auf der Öresundbrücke aufgehört haben zu filmen. Hatten wir gar nicht. Ja, also zum einen, wir waren ja gestern in Malmö und da gab es halt nicht so viel zu filmen. Also wir waren ein bisschen einkaufen und sind ein bisschen rumgelaufen, aber es war halt an sich kalt, also man konnte jetzt nicht so viel Zeit draußen verbringen. Dann war das, was wir als sozusagen die als Sehenswürdigkeit oder wie eben da angepeilt hatten, wo wir aber wussten, es kann sein, dass es eventuell gar nicht mehr existiert. Es hat auch nicht mehr existiert. Und ja, dann. Können wir jetzt mal Bilder einblenden? Ja, oder wir haben sie schon eingeblendet. Oder das? Genau, und dann sind wir abends zur Unterkunft gefahren. Das ist mitten im Nirgendwo gewesen. Es war so eine kleine Hütte. Und gestern Abend mussten wir dann noch nach einer Unterkunft für heute suchen. Das Problem war eben, also ich war todmüde und dachte so, wir machen das jetzt noch ganz schnell. Und es geht ganz schnell, aber entlang unserer ursprünglich geplanten Route war absolut nicht mehr die Auswahl, sag ich mal. Also wir brauchen halt immer was mit Küche oder so und auf jeden Fall mit eigenem Badezimmer. Also das finde ich für mich ganz wichtig und das mit der Küche eben wegen dem Kleinen, weil wir seine Mahlzeiten auch zubereiten müssen. Und Moment, ich mache ihm eben mal seinen Sonnenverdeck hoch. Du kannst auch gerne schon weiter erzählen. Ja, deswegen haben wir jetzt ein bisschen umgeplant und wir werden jetzt einfach die Tour, die wir quasi geplant hatten, wir hatten ja eigentlich geplant, an der linken oder an der Westküste quasi hochzufahren und dann so eine Runde Richtung Ostküste und dann wieder runter. Oder vielleicht nicht von Küste bis Küste, aber so ungefähr. Und die Runde fahren wir jetzt einfach erstmal andersrum. Weil wir eben noch ziemlich weit unten in der Mitte sind. Das Elchschild. Ein Elchschild. Genau, und noch die Wahl haben sozusagen. Also wir sind ja jetzt erst am dritten vollen Tag und nach der zweiten Nacht, also von daher ist noch alles offen. Ja, aber mussten wir eben umplanen und das ging mir gestern so auf die Nerven. Ich war todmüde, schon um 9 oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Du auch? Mhm. Ach ja, stimmt, der Philipp hat geschlafen, während ich hier nach Unterkünften gesucht habe. Auf jeden Fall haben wir aber was gefunden. Wir haben ein kleines Haus und für 6 Personen. Also immer die Hälfte von letztem Jahr. Ja, also. Aber dafür ist es, glaube ich, ja, sind 125 Quadratmeter, hat eine Waschmaschine, Wäschetrockner. Was ist denn als ihr letztes Jahr, als ich auf Toilette musste, in der Mitte da das Licht angemacht?
Ja, genau.